Gut, in dem Sinne möchte ich anfangen. Cognitive Computing, worum geht es da? Es geht natürlich um Wissensarbeit. Cognitive hat natürlich durchaus auch was zu tun mit dem Thema IoT, Internet of Things, das blende ich mal aus. Es geht hier heute bei mir um den Arbeitsplatz. Und beim Arbeitsplatz geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass wir als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen dafür bezahlt werden, dass wir Dinge finden, dass wir Dinge erledigen, aber sehr oft finden. Das heißt, die Stecknadel im Heuhaufen ist für uns das Problem. Früher war das so, dass der normale Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, nur einen kleinen Heuhaufen bekam und die Manager sich ihre eigenen Heuhaufen reservierten und die Informationen waren für Mitarbeiter gar nicht zugänglich. Das erwies sich dann als zu langsam im Sinne der Organisation. Ich will nicht sagen, dass es weg ist. Viele haben das Problem heute noch. Wir haben dann den nächsten Schritt gemacht und gesagt, okay, wir müssen mehr Informationen zur Verfügung stellen für die Mitarbeiter. Das war das sogenannte Empowerment. Aber dann kam der Ansatz, das machen wir doch am besten strukturiert. Das heißt, strukturiert heißt in nach Taxonomien geordneten Wissensdatenbanken oder wie auch immer. Da hat man dann schnell gemerkt, okay, diese Taxonomien wandern gar nicht mit, wenn es neue Dinge gibt. Mit anderen Worten, das Ganze ist viel zu inflexibel und reicht immer noch nicht. Wenn man sich jetzt mal die weitere Entwicklung anguckt, dann merkt man, dass diese Heuhaufen wesentlich größer geworden sind. Also ich habe jetzt hier so einen unendlich langen Heuhaufen am Wochenende fotografiert. Das kommt dadurch, dass wir mittlerweile alle beitragen dürfen. Das heißt, wir machen unsere Enterprise Social Networks und können alles, was wir so wissen, irgendwo reinschmeißen in eine Plattform. Test, Test, Test. So. Das Social Network bringt also viel mehr an potenziellem Wissen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas finden, was wir brauchen, ist heutzutage wesentlich höher. Das Problem sehen Sie nur, wenn Sie jetzt eine Stecknadel in diesem Heuhaufen, der so schön langgestreckt ist, verstecken, müssen Sie ziemlich lange suchen, bis Sie den finden. Und das ist genau die Herausforderung. Wir haben mittlerweile potenziell Zugang zu dem Wissen, zu den Informationen, die wir eigentlich brauchen. Nur das Finden ist das Problem. Und es wird immer komplexer. Es wird immer komplexer, weil die Datenmenge, die auf uns einströmt, immer größer wird. Forbes hat herausgefunden oder prognostiziert, dass im Jahr 2020 auf jeden Menschen auf dieser Erde im Schnitt pro Sekunde 1,7 Megabyte einträufeln. Das kann man nicht mehr lesen oder verarbeiten. Es ist also die ganz entscheidende Frage, wenn wir dann so viel Informationen haben, wie kommen wir damit klar, wie gestalten wir die Zukunft, wie gestalten wir den Arbeitsplatz und was bedeutet das auch für den Wettbewerb? Wir glauben also, dass im Prinzip eine neue Ära begonnen hat, nämlich die Ära des sogenannten Cognitive Computings. Was ist das? Cognitive Computing heißt zunächst erstmal, das Problem habe ich gerade beschrieben, wir haben Unmengen an Daten. Das haben wir sowohl im Job, aber auch als Kunde, wenn man sich mal anguckt, wenn man früher irgendwas kaufen wollte, dann hat man sich eine Fachzeitschrift gekauft, hat da drin ein bisschen geblättert, hat da etwas Information zu 3, 4 Produkten gefunden, hat gesagt, das kaufe ich. Heutzutage gehen Sie ins Internet und dann fängt es schon an. Die 1,7 Terabyte oder Gigabyte stoßen oder Megabyte stoßen direkt auf ihr Smartphone und da stecken Sie mitten im Schlamassel. Das heißt, Big Data ist schon mal gut. Wir wissen auch, dass im Prinzip alles da drin steckt und nichts mehr zurückgehalten wird. Aber wie kommen wir auf die Nadel in diesem Heuhaufen? Das Erste, was wir dazu brauchen, ist Sprachverständnis. Und da ist zum Glück mittlerweile relativ viel passiert. Sprachverständnis heißt an dieser Stelle aber nicht nur, dass ich unterscheiden kann, dies ist ein Verb und dies ist ein Adjektiv etc., sondern Sprachverständnis heißt wirklich, dass ich das Problem lösen kann, spreche ich jetzt von der Deutschen Bank oder von der Bank, auf die ich mich gerade setze. Das heißt, Sprachverständnis heißt wirklich, im Kontext Dinge zu verstehen. Und wenn da ein Artikel über Automobile ist und ich kenne schon, dass Audi und BMW und wie sie alle heißen, Daimler, Automobile herstellt, und ich merke, dass da plötzlich noch ein Kia oder Honda oder sowas auftaucht, den kannte ich vielleicht vorher noch nicht, muss ich dann in der Lage sein,
zu assoziieren, dass das vielleicht auch ein Automobilhersteller ist. Wenn ich das durch andere Dinge unterfüttern kann, dann habe ich das gemacht, was wir Maschinenlernen nennen. Und diese beiden Fähigkeiten sind mittlerweile so weit gereift, dass sie, ich sag mal, unmittelbar vor der Markteinführung stehen, auf breiter Front, auf wirklich breitester Linie. Und Sprachverständnis heißt eben auch interagieren, das heißt, ich kann auch wirklich mit Menschen sprechen. Und wenn Sie in manchen Callcentern, wo solche Lösungen heute schon im Einsatz sind, telefonieren, merken Sie vielleicht gar nicht, dass Sie mit einem Computer reden. Das mag ein bisschen komisch sein, aber es ist so. Was heißt Cognitive Computing dann genau? Also das erste ist Verstehen. Verstehen heißt, ich muss wirklich als Computer verstehen, worum geht es nicht nur in diesem Text, sondern in diesem Satz. Ich muss es runterbrechen können auf die Details. Das ist das Erste und schon mal eine große Herausforderung. Warum Herausforderung? Weil das sprachenspezifisch ist. Das ist auch so ein bisschen das, warum das Ganze vielleicht so ein bisschen länger dauert, weil wir so viele Sprachen haben. Und ich bin auch relativ sicher, dass wir die, keine Ahnung, 170 Sprachen, die wir in typischen E-Mail-Systemen oder so weiter unterstützen werden, dass wir die nicht so schnell mit kognitiven Systemen supporten können. Das wird aber mit den Top-X-Sprachen zweistellig durchaus dann doch sehr schnell passieren. Was passiert, wenn ich jetzt den Satz an sich verstanden habe? Ich soll aber eine Frage beantworten. Was machen wir und was nennen wir Denken? Was nennen wir Denken? Denken heißt, zunächst Hypothesen aufzustellen, Vermutungen zu haben, das könnte die richtige Antwort sein, dann ganz schnell weiterzudenken, diese Hypothese unterfüttern und sagen, nee, doch nicht. Ich antworte dieses hier. Und genau das machen die Algorithmen an dieser Stelle auch. Hypothesen aufstellen, versuchen sie zu unterfüttern mit anderen Analysen, mit anderen Algorithmen und dann irgendwann eine gewisse Wahrscheinlichkeit überschreiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist letztendlich, es gibt zwei Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit oder der Zeitverlauf. Ich muss nach einer Sekunde antworten und nehme dann die beste Antwort, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Oder ich habe 80% Wahrscheinlichkeit, dann kann ich auch schon eher antworten. Genauso denkt der Freund Computer an dieser Stelle. Und das wäre ja alles schön, und wir hatten schon 1980 in dem Rahmen mal über Artificial Intelligence gesprochen, künstliche Intelligenz. Das war damals alles hardcodiert und man fing an, große Netzwerke zu kodieren und hat irgendwann gemerkt, man bleibt in der Komplexität stecken. Mit anderen Worten, das ging nicht. Das war ein Fehlversuch. Da sind so Sachen wie Fuzzy Logic für ein Fotoapparat bei rausgekommen, aber viel mehr nicht. Was es stattdessen sein muss, ist selbstlernende Systeme. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ein solches System einen Artikel vorgesetzt bekommt und ein Hauptwort nicht identifizieren kann, der ganze Kontext aber um Automobilbau geht, dann habe ich im Sinne dieses Computers schon mal einen Hinweis, zu welchem Themenkreis das gehören könnte. Und das kann ich dann mit anderen Artikeln möglicherweise unterfüttern und habe irgendwann das Verständnis von diesem Wort. Kognitive Systeme sind also anders als das, was wir bisher kennen. Sie setzen letztendlich auf Wahrscheinlichkeiten auf. Es ist nicht eine 100% Wahrscheinlichkeit, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die möglicherweise eine Zeitabhängigkeit hat. Wenn ich sage, ich brauche die Antwort in einer Sekunde, dann ist es eben die beste und höchste Wahrscheinlichkeit, die zu dem Zeitpunkt da ist. Das Spannende dabei ist aber, dass grundsätzlich unendliche Datenmengen hinzugezogen werden können. Und es ist auch so, desto mehr Daten ich habe, desto präziser können diese kognitiven Systeme, und ich sage es jetzt mal so ein bisschen quote und quote in Gänsefüßchen, denken. Es ist eine Form von Denken. Und das Zweite ist eben die Interaktion mit Menschen. Ich kann mit den Dingen sprechen. Also Rede und Antwort. Und es wird auch so sein, dass wenn das System eine Hypothese hat, aber noch nicht ganz sicher ist, ob das die richtige Hypothese ist, dass es durchaus Rückfragen gibt, die ich dann wieder beantworten sollte, um dem System zu helfen, präziser zu werden. Wie kommt man zu erfolgreichen kognitiven Systemen? Und das unterscheidet sich gar nicht von den Menschen. Wir Mensch werden irgendwann geboren und dann werden wir irgendwann so Größenordnung 15 mit der Pubertät, haben wir so weit gelernt, dass wir allgemein als erwachsen gelten und in der Gesellschaft akzeptiert sind. Genauso ist das mit den kognitiven Systemen. Die haben erstmal Grundfähigkeiten, aber sind erstmal dumm. Ich muss denen Texte zur Verfügung stellen, damit sie trainiert werden können.
ganz am Anfang muss ich so ein bisschen verdrahten sozusagen und sagen, das gehört zusammen, aber ab dann ist das irgendwann selbstlernend. Und das ist genau im Moment die Herausforderung, warum es etwas dauert, bis diese Systeme wirklich ihre Marktreife erlangen, weil diese Trainingsprozeduren doch aufwendiger sind, als man vielleicht gedacht hat. Man kann das relativ simpel machen für einen eingeschränkten Kontext. Wenn Sie demnächst eine Schiffsreise buchen, dann werden Sie von einem kleinen Roboter begrüßt werden, zumindest bei einem Anbieter, der Ihnen sagt, wo Ihre Kabine ist und so weiter. Mit dem können Sie sich unterhalten. Wenn Sie den aber was anderes fragen als das, was es da zu essen gibt und wo die Kabinen sind und so weiter, ist Ende. Das heißt, er hat einen bestimmten Wissensschatz und Ende. Die Herausforderung ist All-Purpose. Die Herausforderung ist, für jede Business-Situation irgendwie mitreden zu können. Und dafür braucht es viel Training. Die zweite Herausforderung, habe ich schon gesagt, sind die unendlich vielen Sprachen, die es gibt. Insofern, wir beginnen mit Englisch. Und aus einem ganz interessanten Grund ist die nächste Sprache dann Portugiesisch. Und zwar, weil wir einen Kunden haben, der uns unendliche Datenmengen zum Training unseres Watson-Systems zur Verfügung gestellt hat. Und die sind einfach mal Portugiesisch. Okay? Insofern, weitere Datenmengen sind uns sehr willkommen an dieser Stelle. Also, wenn das Training abgeschlossen ist und dann die Qualität der Antworten so gut ist, also mit anderen Worten, das Sprachverständnis so breit ist, dass man es loslassen kann, dann lässt man es auch los. Und was man zum Training braucht, sind eben Texte und nochmal Texte, aber auch Bilder zum Beispiel. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht, ist ein Werbevideo, aber ich fand es irgendwie lustig, ich zeige es Ihnen mal kurz. Wer Bob Dylan nicht kennt, er war der Erfinder des Sprechgesangs, also nicht Herbert Grönemeyer, sondern Bob Dylan, schon ein paar Jahre eher, und auch Nuschelgesangs. Und auf dem letzten Konzert, wo ich ihn mal gesehen habe, hat er sich dem Publikum gar nicht gezeigt, nur vom Rücken her. Insofern ist es ganz interessant, ihn mal zu sehen, warum er sich nicht zeigt normalerweise. Ups, Entschuldigung, ein kleiner Fehler hier, ein zurück. Na? Was ist das jetzt? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Da. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are time passes and love fades. Well, that sounds about right. There's also the theme of fighting the establishment. Let me sing a little bit of It's Alright, Ma, I'm Only Bleeding. You can sing? Yeah, listen, advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on, all around you. So, how did you go from writing those lyrics to being in commercials for Chrysler and Victoria's Secret and IBM? Do you just need the cash? That sounds about right. Did the soy bomb guy steal your wallet? That sounds about right. Did you blow all the money you made in the traveling Wilburys? That sounds about right. Did your fans abandon you after you appeared on Dharma and Greg? That sounds about right. So you just don't give a shit? That sounds about right. Why did you bring your guitar if you're not gonna play? Okay. Also, wir haben die Texte von Bob Dylan eingescannt, sozusagen, wenn man das so will. Wir haben Watson trainiert auf diese Texte und haben Bob Dylan neue Lieder geschrieben. Das ist nur ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, Campbell ist ein Suppenhersteller in den USA. Die sind auf die Idee gekommen, dass sie mehr Suppen verkaufen könnten, wenn die Suppen einen an die Kindheit erinnern, an Gerüche, Geschmäcker oder sowas, die man als kleines Mädchen, als kleiner Junge kennengelernt hat. Und letztendlich sind das chemische Botenstoffe, die die Nase identifiziert. Und mit Hilfe von Watson ist man dabei, neue Suppenrezepte zu entwickeln. Wir haben auch Chef Watson, heißt das, einen Watson trainiert, Kochbücher zu kennen. Und wenn Sie sagen, ich möchte heute irgendwas mit ganz scharfen Chili, dann macht Watson Ihnen entsprechende Vorschläge. Watson hat tatsächlich schon ein Kochbuch geschrieben. Das passt natürlich hier gut rein. Oder ein weiteres Beispiel ist, es ist eine kleine Herausforderung für einen Film, einen Trailer zu drehen, dass der wirklich entsprechend ankommt. Watson hat tausende von Trailern analysiert, wie sie funktionieren, wo das Publikum besonders darauf reagiert und hilft jetzt Filmherstellern, vernünftige, also Top-Trailer entsprechend zu machen. Das sind ein paar Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist hier aus dem Bereich Pharmazeutik.
Und zwar hier ein paar Daten zu einem Protein, was im Krebsumfeld, Krebsforschung, eine gewisse Bedeutung hat. Es heißt einfach P53. Stellen Sie sich vor, Sie sind Wissenschaftler, dann können Sie so ganz grob 300 solche Papiere, jeden Tag eins, so über die Arbeitszeit, Urlaub mal weg, haben Sie 300 Papiere im Jahr gelesen. Es kommen aber 5000 raus, nur zu diesem einen Protein. Das heißt, auch als Top-Wissenschaftler kennen Sie einfach nicht alles. Watson, auf das Ganze mal losgelassen, hat selbst insgesamt zu dem Zeitpunkt, als das hier geschrieben wurde, bereits 23 Millionen Abstracts medizinischer Art Intus gehabt und hat daraus 70.000 extrahiert, die was mit P53 zu tun haben. Kein Chefarzt, kein Wissenschaftler ist in der Lage, das alles so zu lesen. Die Wissenschaftler schaffen typischerweise um P53 eine bemerkenswerte Erkenntnis einmal im Jahr. Mithilfe dieser Watson-Daten hat nur ein Institut innerhalb von ein paar Wochen schon 6 namhafte Discoveries gemacht, also Entdeckungen, die typischerweise sonst 6 Jahre für die gesamte Forschergemeinschaft gedauert hätten. Was will uns das sagen? Brauchen wir jetzt keine Forscher mehr? Falsch. Wir kriegen alle Hilfssysteme. Und darum geht's, dass wir nicht wie bei Siri, hallo, what can I do for you? Und das ist dann, lese mir mal meine E-Mail vor oder antworte auf meine E-Mail mal, dass ich jetzt schon auf dem Weg bin. Das sind triviale Dinge. Und ob es jetzt Siri ist oder wie die anderen Systeme auch alle heißen, die sind heutzutage im Wesentlichen hart kodiert. Das heißt, die können, was sie können. Und auch wenn Siri mit ihnen scherzt, so nach dem Motto, welche Augenfarbe hast du, Siri, kriegen sie eine nette Antwort irgendwie. So, warum willst du das wissen, wollen wir uns heute Abend verabreden oder irgendwie sowas. Das ist hart kodiert. Das haben Menschen da reingeschrieben. Das ist nicht, weil Siri so schlau ist. Kognitiv ist was anderes. Kognitiv heißt, ich würde gerne die Forschungsberichte zu irgendwas lesen und besorge mir die mal, was ist da aktuell und was ist am meisten diskutiert und welche Sachen sind vielleicht schon freigegeben von der Gesundheitsbehörde. Also ich stelle sehr komplexe Fragen und ich kriege auf die sehr komplexen Fragen Antworten. Womit wir jetzt real, und wir sind ja hier heute dabei, um Kommunikation uns zu unterhalten, was wir real machen und was jetzt wirklich so am Horizont da vorne schon zu sehen ist, warten Sie noch 4 Wochen, dann werden Sie ein bisschen mehr darüber hören, sind insbesondere 2 Dinge. Der persönliche Assistent, also Mrs. Moneypenny bei James Bond, der oder die dann wirklich für einen alles plant, eine wesentliche Arbeit abnimmt. Aber entscheiden tue immer ich. Hilfssystem. Zweitens, der Berater, der sich einmischt und sagt, ich habe eine Antwort für dich. Und wir haben eben über die Enterprise Social Networks gesprochen, die einem wesentlich weiterhelfen können. Ja, können sie. Aber die Antwortzeit ist 20 Minuten. Wenn Watson die Daten hat, dann ist die Antwortzeit nicht mal 2 Sekunden. Das heißt, wenn wir Prozesse beschleunigen wollen, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele von Dingen, an denen wir gerade arbeiten. Die können Sie also im Moment noch nicht kaufen, aber vielleicht bald. Hier haben wir eine Seite zur Orientierung, was ist neu für mich in meinem Enterprise Social Network. Und das erste ist, dass Themen zusammengesammelt werden, damit ich nicht alle einzeln habe, sondern Sie sehen das vielleicht ganz fein hintereinander gebündelt hier oben. Dort wird alles, was zu einem Thema gehört, aggregiert. Das nächste sehen wir hier unten, Kalender. Ich habe in meinem Kalender eine Einladung rausgeschickt und dann sagt mir Watson, du hast vielleicht ein Problem mit diesem Meeting. 2 von den 7, die du eingeladen hast, haben noch gar nicht zugesagt. Kann ich dir helfen? Nächstes Beispiel. Ich habe hier um 15 Uhr 3 Einladungen gleichzeitig, habe ich alle 3 zugesagt. Wo gehe ich denn jetzt hin? Watson kommt an und sagt, ich würde da oben hingehen zum Budget Overview. Warum? Kommt auch gleich mit. Erstens, du hast zugesagt. Zweitens, da sind 2 Leute über dir, dein Chef und sein Chef. Und drittens, da ist vielleicht noch ein Kunde drin, da ist jemand Externes dabei. Würde ich vorschlagen, da hinzugehen. Ich kann dann Nein sagen, weil ich vielleicht doch zu dem Schulungstraining da unten möchte. Und dann würde Watson sich das merken, weil Watson ja weiter lernt und das beim nächsten Mal anders gewichten. Nächstes Beispiel, ich chatte oder bin in meinem sozialen Netzwerk unterwegs, egal ob das jetzt Slack oder Cisco oder IBM oder was auch immer ist, eigentlich völlig egal.
ich chatte und in dem Moment mischt sich Watson ein und sagt, zu eurem Chat hätte ich folgende Information. Da gibt es 4 Dokumente und da gibt es einen Kreis, der darüber kommuniziert und dann gibt es noch ein paar Experten. Das heißt, auch hier wird mir Hilfe angeboten und es geht immer nur um Hilfe. Weiteres Beispiel, jenseits von Hilfe, wir sind hier in einer E-Mail, die soll vielleicht an den Kunden gehen und da gebe ich mir Mühe, sie zu formulieren. Was machen wir? Wir gucken mal, ob der Ton stimmt. Bin ich freundlich genug? Sollte ich das vielleicht noch ein bisschen anders formulieren? Also ein sogenannter Tone Analyzer guckt einfach mal, wie sauber das formuliert ist. Weiteres Beispiel, ich habe wieder eine E-Mail. Watson hat sich dieser E-Mail angenommen und sagt, in dieser E-Mail ist eine Anforderung drin, da will jemand was. Und es ist eilig, due soon, also am besten vielleicht heute. Und es ist dein Chef, Dan Miserva. Okay, ich habe also gleich mal ein ganz anderes Gefühl, was diese E-Mail für mich bedeutet. Und wir werden das gleich sehen, das kann man dann natürlich auch anders priorisieren, dass E-Mail nicht einfach diese dumme Datenbank ist, das Neueste oben, sondern dass man sagt, das, was wichtig ist, was eilig ist, kommt nach oben. Und das, was einen dringenden Request hat, kommt vielleicht ganz nach oben, sodass ich das ganz heimlich, wie der Simon Dückert hier auf seinem Smartphone, mitten während des Vortrags noch ganz schnell erledigen kann. Das ist die nahe Zukunft, die kognitiv unterstützt ist. Und wir sehen dann schon, dass er auch aus der E-Mail herausarbeitet, dass ich da den neuen Offering Manager treffen soll, also dass da eine Aufgabe auf mich wartet und ich akzeptiere die. Und was passiert? Er ruft eine andere Applikation auf, also etwas ganz anderes, und bereitet für mich etwas vor, in diesem Falle eine Kalendereinladung, in der das Wesentliche eigentlich schon mal drinsteht. Der guckt, wann hat der andere frei, wann habe ich frei, etc. und löst somit die Kalendereinladung. Das sind jetzt einfach so ein paar kleine Beispiele, die sehr zeitnah uns auf uns treffen werden am Markt, die einfach mal zeigen, welche Power, und das ist nur der Anfang, hinter Cognitive Computing steht. Wie gesagt, das Gleiche dann auch mobil, dass dann zum Beispiel eben oben steht, hier hast du was, was du bitte sofort machen solltest. Und das andere hat auch noch ein ganz klein bisschen Zeit, ist auch wichtig, aber ein bisschen Zeit. Und bei dem sofort, dein Chef möchte die Präsentation von gestern, die du beim Kunden gehalten hast. Und dann kommt Watson an und bereitet die E-Mail schon vor und sagt, hier ist die Präsentation. Sollen wir das so rausschicken? Ich kann noch 2 Worte ergänzen. Also er macht grundsätzlich nichts allein. Es gibt nur unterstützende Funktionen. Und weiteres Beispiel hier, ich diskutiere in meinem Social Network irgendwelche Fragen oder habe eine konkrete Frage, stelle die an mein Network, aber 2 Sekunden später ist die Antwort schon da von Watson, ich brauche die Kollegen gar nicht. Bedingung ist natürlich, Watson ist erstmal doof, dass diese Daten da sind, dass er die irgendwo nachlesen konnte, dass er dieses Wissen aufbauen konnte. Sonst haben wir es mit einem 0-jährigen Kind zu tun, was gerade auf die Welt gekommen ist. Können wir wenig mit diskutieren. Wenn das Kind 15 geworden ist, hat es genug Sprache und alles gelernt, dann ist es ein veritabler Diskussionspartner. Das Gleiche haben wir hier. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, wenn wir sowas einführen wollen, dann braucht, und ich kann es nur immer wieder wiederholen, braucht ein Watson oder wie immer diese kognitiven Systeme, bei uns heißt es halt Watson, immer heißen, braucht Daten, 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 letztendlich Wissen. Und desto mehr Daten, desto besser. Das heißt, eine Angst in heutigen deutschen Unternehmen vor der Cloud wird heißen, dass sie das nur begrenzt einsetzen können. Nämlich vielleicht mit ihren eigenen Daten. Das wird nicht reichen. Sie brauchen auch Daten jenseits der Firewall. Und sie brauchen desto mehr, desto besser, weil desto klarer sind die Antworten. Und desto mehr Firmendaten, eigene Daten sie da drin haben, desto präziser sind die Antworten auf ihr eigenes Unternehmen dann zugeschnitten. Und da sind wir wieder bei dem Enterprise Social Network. Wer das nicht hat, sondern quasi nur E-Mail macht und diese ganzen großen Klassiker. Kleiner Einschub, ich war am Freitag auf einem Workshop mit 10 IT-Leitern, Mittelstand. Der Hauptpunkt war, Herr Schütt, wir sind sehr konservativ.
Okay? Das wurde mehrfach betont. Was habe ich daraus gelernt? Wenn es um Innovation geht, geh nicht zu deinem IT-Leiter. Der Herr Gewehr grinst. Okay, aber es ist einfach so. Innovation, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf die Bremser im Unternehmen hören, sondern auf die, die offen sind für Neues, weil hier kommt etwas Neues auf uns zu. Und wir hatten am Anfang diese Welle gesehen vom Herrn Nägelmann, dieser Tsunami. Der Tsunami steht sozusagen, die Warnmeldungen sind schon da, der kommt jetzt bald. Und wenn wir da nicht ready sind und nicht genug Daten haben, um diese Systeme schlau zu machen, dann werden unsere Wettbewerber einfach an uns vorbeiziehen. Das heißt, die Karten werden neu gemischt, egal welche Industrie. Und wenn wir uns jetzt einfach hier mal die Anbieter angucken, dann glauben wir, dass so eine Single-Vendor-Strategie, die typische IT-Leiter verfolgen, zu sagen, Herr Schütt, also wissen Sie, ich habe jeden Abend um 17 Uhr Feierabend. Meinen Sie, ich will das ändern? Okay, IT-Leiter, Zitat. Das ist nicht das, wie man in die Zukunft kommt, sondern, wie gesagt, die Karten sind neu gemischt. Wir glauben, dass diese Single-Vendor-Strategie, die es dem IT-Leiter einfach macht, sodass er um 17 Uhr nach Hause gehen kann. Okay, stimmt, aber in der Vergangenheit. In der Zukunft brauchen wir die Offenheit, brauchen wir die Daten, auch in der Cloud. Eine Cloud reicht nicht, sondern man muss im Prinzip auf alle Cloud-Informationen zugreifen können. Das heißt Cross-Plattform. Offenheit ist hier angesagt und Partnerschaften. Das ist natürlich genau der Grund, warum IBM mit so Firmen wie Apple, Cisco und Box ganz massiv partnert, um das, was wir in dem zweiten Vortrag gehört hatten vorhin, um eben genau diesen Layer zu schaffen, eine wirklich offene Lösung, in der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Lösungen nehmen können, ob es jetzt Slack heißt oder ob es Outlook ist oder ob es IBM Verse ist oder Salesforce. Who cares? Jeder Mitarbeiter sollte das nehmen können, was zu nehmen ist, und dann sollte Cognitive zuschlagen und sie unterstützen bei der Arbeit. Das ist aus unserer Sicht der Arbeitsplatz der Zukunft, und damit bin ich am Ende. Danke.